Zuschauer, willkommen zu einem anderen Vlog heute auf meinem Channel. Liebe Zuschauer, bevor das Video losgeht, ich gebe euch einen kleinen Einblick in meinen Kalender. Und zwar dieses Video, was ihr wahrscheinlich hier gerade eben seht, das ist am Freitag online gekommen, in zwei Tagen. Und zwar am Sonntag fahre ich nach England und bis dahin möchte ich noch zwei Videos produziert haben. Eins, was in der England-Woche kommt und eins, was jetzt noch diese Woche kommt, also am Samstag. Zwei Videos in zwei Tagen, liebe Zuschauer, ihr wisst, wie es läuft. Auf jeden Fall möchte ich euch darum bitten, dass ihr bitte ganz viele Fragen für ein Q&A-Video, also ich brauche was schnell produzierbar ist. Stellt mal bitte ganz viele solche Fragen in die Kommentare. Klar, Letizia, du kennst jetzt bestimmt diese Standardfragen, oder? Jo, wie alt bist du? Hast du Geschwister? Wo kommst du her? Oder sowas. Stellt bitte nicht sowas. Seid einfallsreich. Macht was Kreatives, irgendwie sowas. Fragt mich in Richtung YouTube. Fragt mich was in Richtung BMX. Aber nicht zum Beispiel, welchen BMX-Rahmen hast du, sowas. Lasst euch einfach was einfallen, liebe Zuschauer. Lasst mich überraschen. Also, stellt bitte einfach Fragen. Liebe Zuschauer, ich würde sagen, wir starten doch schon gleich mit dem Video. Und zwar das erste, was wahrscheinlich mit Abstand am meisten in den Kommentaren stand, wir auch noch mal Bikehack-Video. Weil ich aber keine Bikehacks habe, gebe ich euch einfach so ein paar Tipps von mir. Also eigentlich der größte Tipp ist, wie man ein gescheites Video macht, weil man kann seine Tricks, aber die muss man auch in dem Video gut darstellen können. Und deswegen zeige ich euch heute in dem heutigen Video, wie man halt so BMX-Videos macht, sage ich mal einfach so. Ich habe gerade eben den Schnitt schon aufgenommen. Nicht wundern, dass es nicht so gut geworden ist. Das kommt dann als Schritt 4. Ich habe mir Mühe gegeben, aber es ist nicht so geil geworden, wie ich es mir erhofft habe. Wenn ihr, wie gesagt, noch was im Video wollt, dann stimmt oben ab. Die Abstimmung kommt nachher runter. Ich habe auf jeden Fall, ihr seid auch mit so einem Video zufrieden, weil ich habe halt einfach keine Bikehacks, weil alles, was Fahrradbauen angeht, bin ich die übelste Niete, weil das macht meistens mein Dad oder irgendwelche Kumpels bei mir. Ich hoffe, wie gesagt, das Video gefällt euch trotzdem, weil ich möchte einfach nochmal was zurückgeben. Ganz ehrlich, er geht in letzter Zeit so ab, ich habe um 150 Likes gebeten. Ich sehe, was denkst du, wie viele Likes ich habe? Schätz mal, letztes Video, du hast es nicht gesehen, gell? 200. Ich habe 300 Daumen wieder nach unten und glaube nur 10 Dislikes diesmal. Liebe Zuschauer, bevor ich weiter rumlaber, ich würde sagen, wir gehen gleich aufs Skatepark. Letizia, Kamera schwenkt. 3, 2, 1. So, liebe Zuschauer, und zwar, wir sind jetzt right now hier auf dem Skatepark und Gabi ist behind the cam. Gabi, zeig dich mal kurz. Gabi ist heute unser Testobjekt und zwar wollen wir das so machen. Ich möchte, habe ich ja vorhin ja schon gesagt, und zwar möchte ich halt einfach so ein bisschen erklären, wie man so eine kleine BMX-Sitze, sag ich mal, machen kann. Und ich würde sagen, bevor ich weiter rumlaber, würde ich sagen, stopp mal gleich. So, liebe Zuschauer, kommen wir zu Schritt 1. Schritt 1 ist natürlich euer Equipment. Ich filme zum Beispiel gerade mit der Kamera hier mal kleines Bild eingeblendet, bevor wir da draußen in den Kommentaren fragen. Und ihr könnt selbstverständlich auch mit eurem Handy filmen, geht am besten, sage ich mal so. Siehst auch noch, dass ihr ein Tripod, Stativ oder sowas habt. Ich habe zum Beispiel, damit wir wahrscheinlich fast niemand umgehen können, hier so eine Steadicam, wo die Gewichte verrutscht sind. Da kann man halt so rumlaufen, so smooth Aufnahmen machen und alles. Müsst ihr wissen, wie gesagt, Handy oder Kamera, wichtig ist auch noch ein Stativ. Ja, das war's von Schritt 1. Liebe Zuschauer, kommen wir zu Schritt 2. Das ist die Vorbereitung. Und zwar ist es sinnvoll, sich davor irgendwelche Videos anzugucken. Schaut euch zum Beispiel die Edit an, die ich euch hier oben mal verlinke. Sucht euch einfach Inspiration. Guckt, wie man am besten filmt. Guckt am besten dieses Video hier ein paar Mal. So lange, bis es einigermaßen versteht, was ihr am besten machen könnt und so. Und ja, also zum Beispiel solche Sachen wie, dass man nicht zum Beispiel, wenn hier, wo man objektiv immer deine Wasserflasche. Guckt, wenn das hier zum Beispiel der Fahrer ist, dass man nicht den Shot hier so oben hat oder nicht hier so unten, sondern dass man zum Beispiel alles mittig hält. Solche Sachen sind halt einfach wichtig. Aber die erzähle ich euch gleich nochmal im dritten Schritt. Und zwar ist das das Film. So, liebe Zuschauer, kommen wir zu Schritt 3 und das ist mit Abstand das Wichtige, ist das Film, wie ist der Gabi gerade in der Kamera macht. Jetzt zeigt noch unser Testobjekt. Gabi, kurzes Interview, wie alt bist du? 7. Wie wird sich einschätzen als Fahrer von No-Hand zum Mittel zur Profi? Na, schon so ein übelster No-Hand. Nee, der Gabi, es geht eigentlich vom Fahren her, gell? Wie gesagt, liebe Zuschauer, das Fahren ist es wichtig, dass man, also es gibt so drei Arten von Shots. Einmal diese Close-Up-Shots, glaube ich, nennt man die, wo man halt ziemlich nah an so ein Objekt dran ist. Dann die mittleren, wo man halt, naja, noch rundherum was sieht. Und dann die ziemlich weitwinkligen, sage ich mal, also ich hatte nichts mit weitwinklig zu tun, aber ich nenne es einfach so, wo ziemlich viel um diese Person oder um das Objekt noch rum ist. Und ja, also man sollte grundsätzlich anfangen mit der, ich sage jetzt mal, mit einer kleinen Edit zu filmen, wo man zum Beispiel erstmal das Fahrrad zeigt. Gabi, zeig mal kurz eins. Ja, wo man halt einfach erstmal das Fahrrad zeigt, kurz die Lage so zeigt, vielleicht mal einen kleinen Shot vom Skatepark so rüber geswitcht. Dann kommt man zu den Fahrclips und dann vielleicht noch einen letzten Clip, zum Beispiel am Ende, wo man hinfällt und dann halt schwarz ausblenden oder so. Ich würde sagen, ich mache euch mal an meinen Helm und zeige euch einfach mal, was ich mache und erzähle einfach ein bisschen dazu. Zuschauer, wir haben jetzt gerade GoPro-Sicht. Ihr seht schon hier diesen Tripod, den kann man biegen, wie man will. Ich zeige euch das jetzt mal die ganze Zeit ein bisschen und wir machen erstmal, Gabi, wir machen erstmal so einen Shot, wo ich dich einfach so filme am Anfang. Das wirkt immer ganz cool. Und ja, wichtig ist das auch noch, dass ihr euren Fahrer sagt oder so, Gabi hier oben, was er machen soll direkt, also nicht, dass er irgendwie komplett aus dem Bild fährt oder ihr müsst halt auch erstmal so klären, wie ihr den Shot genau machen wollt. Also ich werde jetzt wahrscheinlich so hier machen, wer hier so reingeswitcht kommt oder hier halt so raus. Aber ich denke mal eher rein. Okay, Gabi, ich filme auf 3, 2, 1. Zuerst sitzt du so, okay, und dann fährst du rein. Jetzt, ich zoome mal gerne noch ein bisschen ran. Okay, Gabi, 3, 2, 1. Okay, liebe Zuschauer, erstmal einen Shot kurz anschauen. Okay, ich mache das auch immer noch mal gerne in Slow Motion. Hier, guckt. Und dann schön, wie er reintroppt.
Sieht gut aus, Gabi. Hast gute Arbeit geleistet. Zweiter Shot, den ihr auch noch machen könnt, ist halt dieses Fahrrad zu zeigen, mal halt so Marke oder so. Hier hat man, ich weiß gerade nicht, ob man es optimal sieht. Hier zum Beispiel haben wir den VTP Bill Vorbau, dann mache ich einfach mal so einen coolen Schwenkshot. Mal gucken, ob ich den brauche. Gabi, ich bin dumm, wir müssen nochmal machen. Ich habe zu weit rangezoomt. Okay, liebe Zuschauer, zweiter Versuch. Gabi, let's go. Zuschauer, das ist auch ziemlich vom Vorteil, wenn ihr zum Beispiel nur solche einzelnen Shots macht, aber dann eine Line darf auf alle Fälle auch nichts fehlen. Aber ich würde nicht mehr als ein, zwei Lines so reinmachen in so eine Minuten-Edit, weil, no joke, die Lines, ja, also es ist halt wichtig, dass ihr schnelle Cuts dann auch macht und bei den Lines könnt ihr keine schnellen Cuts machen. Gabi, bist du bereit? Okay, go. Okay, liebe Zuschauer, jetzt haben wir hier die Steadicam am Start. Nicht wundern, was hier oben drauf ist. Das ist eigentlich so ein Handheld-Ding. Aber seitdem ich das drauf habe, also das habe ich mir eigentlich nur gekauft, um die Lampe hier oben drauf zu tun. Steadicam ist sowas ähnliches wie ein Gimbal. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Und zwar kann man halt hier so rumrennen und smooth Shots machen, halt ohne Verwacklung und so. Gabi, bleib mal sitzen. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Nee, ich filme auch nicht. Die sehen nicht nur hier oben. Maximal sehen sie die Kamera. Nicht schlimm. Auf alle Fälle, das ist halt wie so ein Gimbal hier gemacht. Hier hält man fest, hier steuert man. Ich würde es nicht empfehlen, wenn man keine Erfahrung mit Filmmaking hat. Also an sich halt so Videos zu machen, würde ich es auf alle Fälle nicht empfehlen, weil es ist halt einfach übelst schwer zu handeln. Ich glaube, ich habe das Ding jetzt seit Oktober habe ich das und ich übe immer noch damit, coole Shots zu machen. Aber Übung macht den Meister. Man weiß es ja. Okay, liebe Zuschauer, mein Akku macht nicht mehr so lange mit, deswegen machen wir jetzt erstmal den letzten Steadicam-Shot. Ey, warte mal, Gabi, bleibst du stehen. Sieht gut aus. Warte. Okay, liebe Zuschauer, wie ihr merkt, man kann noch zwischendurch immer noch mal so ein paar kleine Shots machen. Und zwar der Gabi. Jetzt kommt wirklich der Gimbal in Frage, sag ich mal. Weil jetzt machen wir so einen Run-Shot hier. Und nicht wundern, warum das nicht so gut aussieht bis jetzt. Also ich bin noch am Üben. Ich versuche mir beste Mühe zu geben. Aber mit einem normalen Gimbal, das macht ja alles elektronisch. Und dann musst du nicht von Hand machen. Und das machen auch die Motoren. Wir haben euch Glück, dass es windstill ist. Ich laber nicht so viel Scheiße. Gabi, beginn deine Line. Das Film. Schönes Ding. Okay, liebe Zuschauer, ihr werdet wahrscheinlich nachher erst die ganzen Shots sehen, die wir filmen. Schönes Ding. So, liebe Zuschauer, kommen wir zu Schritt 4. Und zwar ist das der Schnitt. Ich kann es euch nicht so gut zeigen. Ihr seht es wahrscheinlich gerade auch schon hier unten irgendwo oder wo ich es auch hin tue. Ich habe jetzt alle Clips, die ich brauche, habe ich mir reingetan hier. Und ich zeige es euch einmal ganz kurz. By the way, bevor es losgeht, das Bild hier oben wird wahrscheinlich nicht flüssig laufen. Also, was ungefähr hier so ist. Das wird nicht flüssig laufen, weil ich halt auch nicht den besten PC habe. Und dann nehme ich jetzt hier nur den Bildschirm auf. Das funktioniert eigentlich gar nicht. Ja, bevor es losgeht, ich schneide mit dem Programm, das heißt Mova wie Video Editor. Aber ich habe mir gleich die ganze Video Suite gekauft. Ist der erste Link in der Videobeschreibung. Und noch ein ganz cooles Schnittprogramm. Noch ein gutes Schnittprogramm ist HitFilm Express. Für die ganzen Schnittprogramme müsste ich natürlich viele Videos anschauen, damit ihr die versteht, damit ihr wisst, wie man schneidet. Und nicht wundern, jetzt beim ersten Clip, den ich wahrscheinlich schneiden werde, ich werde euch nicht bei allen zeigen, wie ich sie schneide, aber da wird halt auch noch sowas zu sehen sein wie, also so eine neue Transition, die kann ich seit 2-3 Tagen oder so, die sieht noch nicht so geil aus, und zwar ist das dieses Ausführen, so, das habe ich schon mal auf Instagram hochgeladen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Schnitt. So, die Zuschauer, wie man nachher als erstes sieht, hier hat man so ein, ich muss mal kurz Bildschirm rumdrehen, sieht man mich, ja, und zwar hat man hier so ein schwarzes Bild halt einfach so. Ich habe es ganz gerne, hier geht die Musik ungefähr los, hier habe ich einfach mal das Lied Ganja von, Henrik Olsen genommen. Ich weiß nicht, ob das für den ist, bin ich mir echt nicht ganz sicher. Und zwar habe ich hier einmal Wischen, Wickeln, Geometrie, Kreis und wir nehmen hier Verwischen. Und zwar machen wir erstmal, wischt das hier so rein. Also, ich kann es euch mal zeigen, das Ganze sieht dann so aus. Guckt, dann müsst ihr halt noch so ein bisschen schauen, wie ihr so schneidet. Macht das noch zurecht. Ich blende auch sehr gern Musik immer ein. Also, ich lasse die nicht von Anfang an laut laufen. Hier, dann macht ihr hier einfach Doppelklick und dann hier auf Einblenden. Da könnt ihr auch so, wie viele Sekunden ihr haben wollt. Ich mache jetzt mal 1,5, dürfte okay sein. Das hier möchte ich noch in Slow Motion. Den Clip hier bis wohin will ich ihn. By the way, bevor es hier überhaupt richtig losgeht, die Audiospur würde ich an eurer Stelle auch mal löschen, also ist ziemlich vom Vorteil. Okay, jetzt habe ich vergessen, hier schon machen wir einen kurzen Cut. Ja, das mache ich in Slow Motion. Ich mache jetzt mal 60%. Machen wir hier mal 80% langsamer, also es ist halt jetzt ein bisschen mehr Slow Motion.
So, liebe Zuschauer, ich bin jetzt gerade eben mit dem Schnitt fertig geworden. Es ist ziemlich, ich nenne es mal einfach so unvollständig, weil ich habe halt einfach nicht genug Clips gemacht, habe mir auch keine Gedanken gemacht, was ich genau schneide. Ich zeige es euch einfach mal und sag mir nochmal was dazu. Also ich lasse es erstmal kurz abspielen und rede vielleicht dazu, mal schauen. So, also wie gesagt, es beginnt, schwarzer Hintergrund, Musik kommt rein. So, dann haben wir hier die Transition jetzt. Und dann kommen wir gleich zum Tour. Und dann sag ich jetzt mal mehr oder weniger so gleich Action oder sowas. Wie ihr merkt, hier die Schnitte sind genau an den Stellen hier zum Beispiel gesetzt, was ich vorhin schon gezeigt habe, wo der Ton hochgeht. Also zum Beispiel sieht, geht so düm, düm, düm. Und bei diesem Düm müsst ihr halt immer Schnitt machen. Es sieht da einfach besser aus. Es sieht da einfach smoother aus, sage ich mal so. Hier die Stelle kann ich nochmal zeigen. Ja, liebe Zuschauer, ich blende jetzt einfach mal hier kurz das Video ein. Ich sag dann gleich noch was dazu. Und zwar hier, wie ihr gerade eben schon gesehen habt, hier ist diese Stelle, wo er den Manual hier macht. Ich lasse es mal kurz abspielen, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Hier. Alter, ich kann so nicht schneiden. Also gerade eben, ich habe gerade geschnitten, das Video hat mich 20 Minuten oder so gebraucht. Also habe ich gebraucht, das Video zu schneiden. Hier die Stelle können wir nochmal ganz kurz anschauen. Und zwar hier macht er so ein 270 über die Hip. Bis drauf. Und dann hier. Der Übergang, das habe ich aus der Hand gemacht, dann bin ich einmal mit der Kamera ganz schnell so rüber geschwenkt und dann entsteht dieses Motion Blur hier und in den anderen Shot kommt man so rein und dann macht ihr hier den Tire Crap und nur so ein Scheiß. Hier kann man sehen, unten an der Audiospur, es sind nicht mehr so hohe Töne, also die Musik ist nicht mehr so laut. Also ihr müsst euch praktisch so merken, wenn die Musik halt so laut, aggressiv, schnell ist, müsst ihr auch schnell schneiden, dementsprechend wie die Musik ist. Aber hier zum Beispiel, wie hier, wo die Musik nicht so... Sag jetzt mal, wo die eher ruhig ist, müsst ihr ruhig schneiden, ruhige Shots. Ja, hier habt ihr gerade eben gesehen, einmal hier, wo er so da steht, wo ich lang geschwenkt bin. Dann einmal hier, einfach kurz Rad gezeigt, dann wie die People. Und dann habe ich hier so in die eine Richtung so geschwenkt. Und der Shot ging auch, ups, jetzt habe ich geguckt. Der Shot ging dann auch so in die Richtung, wo ich geschwenkt habe. Ja, und selbstverständlich, so wie das Video begonnen hat, so endet es auch. Musik klingt aus, schwarzer Bildschirm. Das war's. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt was gelernt und wir gehen wieder zurück zu Leander BMX. So, liebe Zuschauer, wie ich gerade eben schon gemerkt habe, ich konnte währenddessen, ich schneide nicht so gut reden, weil es lief halt einfach nicht alles flüssig und so. Ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall trotzdem was lernen. Wenn ihr es wollt, auf jeden Fall nochmal, wenn genug Leute stimmen oder schreibt es in die Kommentare. Ich mache oben am besten Abstimmung, wenn ich mal genau zeigen soll, wie ich Videos schneide, da tue ich das unten als gelistet rein. Also ihr könnt das Video dann praktisch nur sehen, wenn ihr auf den Link unten draufklickt. Wenn ihr das wollt, schreibt es einfach, was heißt schreibt, stimmt einfach hier oben ab und ich würde sagen, jetzt geht's zu Leander zurück. Hey Boyo, hey Leander, sein BMX liegt ja hier noch hier. Der hat doch noch gar nicht sein Outro gemacht. Wo ist er denn? Die volle Sau schläft. Jo, Alter, was ist denn? Was ist? Leander, dein Outro. Mein Outro, was ist denn damit? Hast du vergessen? Habe ich noch nicht gefilmt? Nee. Okay, liebe Zuschauer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einfach Daumen nach oben da. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet was lernen bei dem Video. Teilt es euren Freunden, zeigt es euren Freunden, die mit euch vielleicht auch mal filmen oder so. Oder die von euch auch eine BMX-Edit, sag ich mal, machen könnten. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Daumen nach oben da lassen. Wie gesagt, ich schaffe 200 Likes. Letztes Video habe ich mir 150 gewünscht. Aber wir haben ganze 200 geschafft. Daumen nach oben da lassen. Zeigt jeden, den ihr kennt. Schickt es in eure Klassenchats oder so. Aktiviert die Glocke, abonniert. Ciao. Und liebe Zuschauer, meine gute Tat für das Video ist, dass ich für den Gabi eine Edit gemacht habe. Outro ist hier, Schnitt ist hier. Ich würde sagen, das war's vom Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.